So, und da sind wir bei der zweiten Leseprobe und ich zeige euch schon mal, wie die Bilder aussehen. Schaut mal. Warum habe ich das so gemacht? So sieht ein typisches Kinderzimmer aus. Nämlich, es hat Mobile an der Decke hängen. Es hat einen Stubenwagen, also ein Kinderwagen, ein Kinderbett im Schlafzimmer. Es hat meistens schon ein bisschen einen Tisch und Stühle, meistens Spielsachen. Und was ihr da hier seht, im Übrigen, na da, das habe ich immer gemacht. Alle meine Kinder wissen das, die können davon ein Lied singen. Das heißt, das wurde auch bunt oder mit irgendwelchen Dekorationen geschmückt. Ich habe das jetzt als Malerin, ich bin ja Künstlerin und Malerin, habe ich das natürlich selber gemacht. Ich habe meinen kleinen Kindern oft die Schuhe oder die Füße angemalt und ließ sie ein bisschen die Wände oder die Decken krabbeln oder laufen, dann war das natürlich schon was ganz Besonderes. Und darum, das Kinderzimmer wurde ausgemalt, das Kinderbett aufgestellt und lustige Babyabdrücke zierten die Wände über dem Bett. Es sah witzig aus, als wäre ein Baby die Wände hochgelaufen. An der Lampe hing ein Mobile, das ein Gute-Nacht-Lied spielte, wenn man an der Schnur zog. Sie kauften kleine Stühle, einen kleinen Tisch und viele Spielsachen. Und das ist wieder für die Kinder der Bezug zum eigenen Kinderzimmer, zum eigenen kleinen Reich. Und das hat meistens jeder. Darum habe ich es auch hier so beschrieben. Bleibt dran, ich erzähle euch ein bisschen mehr.